It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna hear about the deal I'm making? You, it's you and me. Ja, hey Leute, willkommen auf dem Kanal von Spartak Adventure. Ein neues Video von uns, also letztlich von der Orga, euer Feedback und unsere Antworten bzw. Möglichkeiten, um euer Feedback bzw. die Punkte, die ihr angesprochen habt, wie wir die in die nächste Crawler City mit integrieren können. Es ist heute schon wieder bollerwarm, also wir haben schon wieder über 30 Grad. Ich sitze hier in meiner Gartenhütte, es ist echt richtig, richtig heiß hier drin. Aber ich möchte es trotzdem machen, weil es eben halt noch zeitnah ist. Die Crawler ist jetzt 2 Wochen her und ich glaube, das ist wichtig. Wir haben die Woche die Punkte dementsprechend durchgesprochen in der Orga. Jeder konnte so seine Meinung zu sagen. Und ich versuche mal, das Ganze dann dementsprechend zu kanalisieren, was die unterschiedlichen Meinungen auch innerhalb der Orga wiedergegeben hat, und wenn es irgendwas gibt, wo ich irgendwo nicht richtig liege, dann wird mir schon irgendeiner, sag ich mal, meiner Orga-Kollegen mega mächtig auf die Finger hauen. Ihr könnt es hören, meine Hühner sind wieder im Hintergrund, das ist alles nicht so perfekt und steril, wie das sein soll, aber das ist nun mal ein Stück weit auch mein Style, so, und mir geht es mehr um Informationen Informationen in den Videos, als dass ich mega geile Videos drehe. Das kann ich eh nicht so gut. Okay, fangen wir an. Es haben mittlerweile 6 Leute bei uns im Forum ihr Feedback geschrieben. Das ist sehr ausführlich gewesen. Fazit so allgemein. Das, was wir mündlich hören, was die Leute uns auch teilweise mal über andere Kanäle als das Forum so zukommen lassen. Gerade so bei Leuten, zu denen ich auch engeren Kontakt habe. Die Crawler City war in Summe echt geil. So, das freut uns als Orga natürlich ganz besonders, dass wir, sag ich mal, ein gemeinsames, tolles Erlebnis an dem Wochenende hatten. Aber da müssen wir eben halt auch einfach sagen, hey, wir geben den Rahmen, ihr macht's Spiel. Und ich sag mal, das hat diesmal unheimlich gut miteinander funktioniert. Und die Kritikpunkte sind jetzt auch keine dramatischen Sachen, sondern es ist hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Und lasst uns das einfach durchgehen. Erstes, Brandgefahr im Gebäude. Ich erwähne auch den Namen, der das dementsprechend als Kritikpunkt gesagt hat. Einfach nur, damit ich das, besser nachvollziehen kann. Absolut. Also wir als Orga haben es eben halt einfach versäumt, gerade in dem Stadtgebäude entsprechend die Aschenbecher aufzustellen, beziehungsweise überhaupt Aschenbecher zur Verfügung zu stellen. Dadurch wurden die Kippen eben halt auf den Boden oder auf den Betonboden ausgedrückt, aber es lag auch teilweise Teppich da. Und das ist schon eine erhöhte Brandgefahr, müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal gegensteuern. Deshalb an all diejenigen, die dann auch aktiv vor Ort andere Teilnehmer, Mitspieler darauf hingewiesen haben, hey, Achtung, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Da nochmal mein ganz großer Dank, aber Punkt absolut berechtigt und müssen wir was gegen tun. Grillen bei Spielstart, ja, das war schon total unglücklich. Ich sag mal, das betraf mich persönlich beim Surplus-Händler. Dort haben sich ja alle Nomads letztlich getroffen und auch dort haben wir die Fahrzeugeinweisung gemacht. So, und wir hatten dort, während des Ganzen auch gegrillt. Das war so nicht geplant, sondern wir wollten eigentlich, mit meiner kleinen Gruppe, wir wollten eigentlich mittags vernünftig grillen, einfach um was zu essen. Das Problem ist eben halt bei mir persönlich, weiß nicht, wie es den anderen Orga-Kollegen geht, aber wahrscheinlich ähnlich, dass das mit dem Essen und Schlafen, immer so eine Sache ist. Das funktioniert meistens sehr schlecht bei mir. So, und deshalb wollte ich unbedingt vor Spielstart noch was essen. Wir haben das mittags tatsächlich nicht hingekriegt, weil für uns stand wirklich im Fokus, pünktlich um 19.30 Uhr das Spiel zu starten und das nicht noch eine halbe Stunde rauszuzögern. Und deshalb mussten wir das Grillen irgendwie, irgendwo, irgendwann vor Spielstart mit einbauen. Die Wirkung war natürlich kacke,
absolut. Ich sag mal, wir schreiben groß was vom Waldbrandgefahr und wir sitzen da und grillen mal lustig vor uns hin. Wobei ich das aber ein bisschen differenzieren muss. Wir haben also einen Wassersack dabei gehabt mit 25 Liter, sodass wir hätten dann auch schnell reagieren können, wenn jetzt irgendwas gewesen wäre. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, war mein leibliches Wohl, dass es mir, sag ich mal, zum Spielstart gut geht, war mir in dem Moment echt wichtiger und deshalb musste ich was essen. Werden wir aber fürs nächste Jahr auch abändern, dass wir uns einen Zeitslot einbauen, wo wir was essen können. Ja, Schießen ohne Roleplay ist ein Thema, taucht jedes Jahr wieder auf. Ich sag mal, uns als Orga sind da ein Stück weit auch die Hände gebunden. Wir können also ebenso wie alle Teilnehmer nur einen Appell an alle richten. Achtung, macht ein bisschen Rollenspiel, bietet den Leuten was an, schießt sie nicht stumpf raus noch dazu, wenn man keinen sieht. Ich sag mal, irgendwo der, was weiß ich nicht, getarnt irgendwo rumliegt und es passiert da nichts, es fühlt sich ihm halt einfach doof an. Was ist RP? Und da gehen, glaube ich, auch Meinungen immer wieder ein bisschen auseinander. Also, ich sag mal, mir ist ja auch etwas passiert. Ich bin also auch beschossen worden am Samstagabend vor dem Koloniegebäude. So, und ja, wie hat sich das abgespielt? Ich stand mit Svenny und unserem VIP, das ist also unser interner persönlicher Plot gewesen. Wir mussten ja einen VIP identifizieren und dann dementsprechend dafür sorgen, dass der sicher das Gelände, sag ich mal, also die Region mal Winkel wieder verlassen kann. So, und wir haben zu dritt letztlich vor dem Koloniegebäude gestanden und haben uns unterhalten, als wenn wir ja, uns auf dem Supermarkt, auf dem Parkplatz getroffen haben und mit dem Nachbarn quasseln. So. Dann rief auf einmal jemand, ihr scheiß Kolonisten, und batsch, habe ich einen aufs Bein gekriegt. So. Was war mein erster Gedanke, als ich getroffen wurde? Vollidiot. Echt Vollidiot. Richtig Vollidiot. Aber nicht an den, der mich abgeschossen hat, sondern zu mir selbst. Weil, was ist mir passiert? Ich habe mich zu sicher gefühlt in der Endzeit. Ich habe nicht aufgepasst und ich habe nicht darüber nachgedacht, hey, du stehst hier mitten auf freier Plane. Hier bist du natürlich ein dementsprechend potenzielles Opfer. Was hat das nach sich gezogen? Also es war dann bestimmt eine gute Dreiviertelstunde ja, Roleplay-Spielen mit allen Leuten, die irgendwie im Koloniegebäude sich befunden haben. Das Krankenhaus ist mit eingebaut worden. Also es hat sich dann total immersiv angefühlt. Ich bin verarzt worden, also erstmal evakuiert worden, verarztet worden. Svenny hatte, nachdem der Schuss auf mich abgegeben wurde, oder mehrere Schüsse, ich bin halt nur der Einzige gewesen, der getroffen wurde, sofort das Feuer eröffnet. Also es hat eine ganze Menge an Rollenspiel generiert. So, und mir hat persönlich die Anmerkung, ihr scheiß Kolonisten, als Roleplay, sag ich mal, ausgereicht. Also es muss nicht immer überfallen werden sein, weil selbst wenn der gekommen wäre, hätte mich überfallen wollen. Ich habe nichts dabei gehabt, was, sag ich mal, ihn wahrscheinlich glücklich gemacht hätte. So, das reicht mir an Rollenspiel an der Stelle aus, weil die Crawler City spielt eben halt in einer gefährlichen Welt und ich sag mal, ich habe die Gefahr zu dem Zeitpunkt halt einfach zur Seite gedrückt. Mir reicht auch ein Roleplay aus, wenn ja, jemand bewaffnet auf mich zukommt, also Waffe von mir aus im Anschlag, dann ist das auch eine Spielaufforderung. So, und ich sag mal, man weiß ja nie, was der andere vorgehabt hat. So, wollte der eventuell, sag ich mal, einen Überfall starten? Wenn man so eine Geschichte wie Pokertime ja geschrieben hat im Krankenhaus, so rausgekommen mit einer Gruppe dann wurde er beschossen. Wenn es sich so abgespielt hat, und das weiß ich aber allerdings nicht, war ja nicht dabei, dass Leute mit einer Waffe im Anschlag gekommen sind, kann es ja auch eben so gut sein, dass sie ins Krankenhaus wollten, sag ich mal, sich mit Gewalt Serum besorgen oder irgendwas anderes. Also auch das ist alles Rollenspiel. Und wie gesagt, es ist ein Stück weit ja auch tatsächlich die Apokalypse, die Gefährlichkeit soll ja auch immer präsent sein. Aber wie gesagt, das kann Pokertime am ehesten beurteilen. Ihn hat es ihm halt einfach genervt, das hat er reingeschrieben. Und wenn es tatsächlich Schießen ohne jegliches Rollenspiel ist, dann ist das sicherlich doof. Händlerpreis oder Preisunterschiede und Friss oder Störb. Also es sind für mich letztlich zwei Punkte, fange ich mit dem ersten an. Ja, es hat Preisunterschiede gegeben. Das ist tatsächlich auch ein ja, Versagen. Nee, es ist eben halt einfach ja, eine
blöde Absprache gewesen. Ursprünglich sollte in der Kolonie gar kein Blut verkauft werden sollen. Die sollten eben halt nur Mumpen verkaufen. Der Loot sollte ausschließlich beim Surplus-Händler verkauft werden. Wir hatten aber gerade eine Quest am Start. Da musste ich den Händler dann halt dicht machen, dass wir diese Quest einstreuen können. Und das hat letztlich Donnerstagabend dafür gesorgt, dass der Händler eben halt zu war. Und dann hat die Kolonie reagiert und hat eben halt einfach Loot angekauft, ohne dass sie eine Preisliste hatten. Und das ist dann natürlich doof. Und so sind eben halt unterschiedliche Preise zustande gekommen. Werden wir im nächsten Jahr, sage ich mal, komplett ändern. Und da muss unsere Kommunikation in der Orga an der Stelle besser werden. Ja, friss oder stirb. Das ist also tatsächlich auch ein Spielangebot. Ich sag mal, ich habe die unterschiedlichsten Roleplays beim Händler eben halt erlebt. Also tatsächlich echt ankommen, Sachen auf den Tisch, was kriege ich dafür? Jawohl, hier, ich habe meine Preisliste. So, das kriegst du dafür, ja, alles klar. Hier hast du das Geld, schwupp weg, bis hin zu jedes einzelne Teil aus dem riesen Rucksack rauslegen und bei jedem Teil irgendwie so gefühlte 3-4 Minuten Rollenspiel generieren. So, und ja, das kann ich nicht immer bedienen und will ich, also, oder wollte ich also auch gar nicht. Ich weiß nicht, bei wem das jetzt war. Also zum Teil hat ja Svenny auch mal mit unterstützt oder der Torben, was das Ankaufen von Loot betrifft. So, und damit muss man eben halt auch einfach leben. Das ist, ja, ich sag mal, wir bieten an, dass man Loot verkaufen kann. Ich sag mal, dass das vielleicht nicht immer den Erwartungen entspricht, die jeder einzelne Spieler hat. Das ist nun mal so, es ist aber wie gesagt auch ein Spielangebot. Und es kommt auch immer darauf an, wie ich dann angespielt werde. Und ich glaube, El Wolf hat es in seinem Feedback geschrieben, ja, eine gute Geschichte, sag ich mal, zu einem Teil oder zu einem speziellen Teil, wo man sich eben halt ja, besonders viel an Geld von verspricht, hilft immer den Preis ein bisschen herumzudrücken. Aber da möchte ich trotz alledem auch nochmal eins sagen. Sag mal, was ist ein Crawler wert? Ist unheimlich schwierig. Also die Balance of Performance, gerade bei dem Wirtschaftssystem, ist also tatsächlich auf der Crawler City eine super Herausforderung. So, was muss man tun, damit nicht zu viel Geld im Umlauf ist und alle satt sind und praktisch so nach einem Tag nicht mehr rausgehen, looten, sich keine eigenen Dinge mehr einfallen lassen? Und wie können wir es machen, dass die Leute, sag ich mal, trotzdem noch ein gutes Überleben haben? Das ist sehr, sehr schwierig zu steuern. Und das machen wir natürlich, indem wir festgelegt haben, was ist ein Crawler wert? Dass wir, sag ich mal, bei dem Ankauf gerade von Loot dann dementsprechende Preise eben halt festgesetzt haben, wo es natürlich ein Plus-Minus gibt, da kann man eben halt handeln, das ist kein Thema. Daran müssen wir uns schon halten, damit uns das, sag ich mal, nicht in eine Richtung kippt, wo wir es nicht haben wollen. Also nicht wir als Orga, sondern wir alle in dem Spiel. Es nützt ja keinem was, wenn so wenig Geld im Umlauf ist, dass man, sag ich mal, jedes Mal zur Serumseinnahme, sag ich mal, im Krankenhaus liegt. Und es bringt auch nichts, dass man nach einem halben Tag so viel Geld erspielt hat, dass man nichts mehr machen muss. Das ist, wie gesagt, für die Orga immer eine Herausforderung und deshalb ist das halt einfach so. Und das Roleplay-Angebot, ja, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Und auch da gibt es halt, sag ich mal, immer wieder unterschiedliche Sichtweisen. OT-Blasen bei Klärungsbedarf, gut, ich kenne den Zusammenhang nicht wirklich, also es gab ein paar Vorfälle, wo man vom IT ins OT gerutscht ist, wo das dann auch innerhalb, sag ich mal, der Stadt, also wo mehrere Leute dabei gewesen sind, ausgetragen hat. Da sage ich ganz einfach, okay, Appell an jeden, hey, wenn ihr irgendwas, sag ich mal, OT zu klären habt, nutzt es wirklich. Wenn ihr also IT irgendwas ausgemacht habt und es kommt jetzt doch nicht so zustande, dann nicht ins OT schwenken und rummeckern, sondern dem Gegenüber eventuell sagen, hey, ich muss dich jetzt mal wirklich unter vier Augen sprechen, wir müssen darüber reden, dann kann man sich zurückziehen, sag ich mal, dort, wo man alleine ist, wo man, ja, sag ich mal, keinen anderen Teilnehmer letztlich mit den OT-Geschehnissen behelligt und das steigert dann natürlich die Immersion. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, so auch innerhalb der Spielerschaft, das ist nicht wirklich oft vorgekommen, aber trotzdem wird es auch immer wieder Thema sein und es wird auch immer wieder in den Feedbacks vorkommen. Das haben wir halt jedes Jahr. Appell an alle, ey, nutzt das wirklich. Rutscht nicht von IT ins OT, sondern bleibt IT und wenn ihr eben halt OT was klären wollt,
das unter vier Augen und dann wird sich eine Lösung finden. Ja, fehlender Plot Peltries. Ich glaube, das ist ja irgendwie bei allen so ein bisschen das Thema, was ist eigentlich unser Ziel? Also ich rede mal von den Fraktionen, bei den einzelnen Spielern weiß ich das eben halt nicht. Ich habe es mal beschrieben in dem einen Video, ich glaube Charakterbeschreibung, Charakterbogen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. So, und ich sag mal, unser Sandbox-System gibt sowas halt nicht vor und wird es auch nicht vorgeben. Also wir als Orga werden uns jetzt nicht hinsetzen und für jede Fraktion einen Plot schreiben und sagen, so, das ist euer Ziel. Das haben wir ja am Anfang versucht, haben eben halt gemerkt, dass das mega in die Hose geht, weil es manchmal auch einfach an dem Spiel, was ihr selber betreiben wollt, vorbeigeht. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, jede Fraktion kann sich das selbst gestalten. Also das ist so ein bisschen der Appell an euch, wenn euch das fehlt, werdet aktiv im Forum, nicht in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, erkläre ich auch gleich warum, und schreibt euch da letztlich, sage ich mal, eure Ziele auf, was wollt ihr erreichen, was wollt ihr auf der nächsten Crawler City eigentlich als Fraktion machen, in welche Richtung soll es gehen. So, und schreibt das auch bitte wirklich ins Forum, diskutiert im Forum. Eure Spielleiter können da mitdiskutieren. Die Spielleiter sind ja die Schnittstelle zwischen, sag ich mal, den Teilnehmern und der Orga. So, und wenn wir das Ganze dann auch ein bisschen mitlesen können, können wir daraus dann auch entsprechende Quests generieren, beziehungsweise, dass wir uns dann Gedanken machen, hey, Achtung, wenn die das und das wollen, dann können wir in die und die Richtung gehen. Es gibt natürlich ein paar Restriktionen, wo wir halt einfach sagen, okay, das legen wir nicht den Spieler an, nämlich alle, sag ich mal, Sachen, die mit dem Thema Serum zu tun haben. Ich sag mal, das ist ja so ein bisschen unsere Zwangsmechanik für den Survival-Aspekt, den wir mit einbauen. Und ich sag mal, da ist schon öfter die Idee gekommen, hey, pass mal auf, ich will da was machen, um das zu lösen und dieses und jenes. Ja, und das funktioniert halt einfach nicht, weil wir damit den Serumsplot aus der Hand geben würden. Und das ist halt eines unserer Steuerungsmechanismen. Und das müssen wir dann leider ablehnen. Wobei Forschen und so weiter natürlich möglich ist, nur es muss dann eben halt auch bedient werden, so dass genügend Leute da sind, die so einen Plot dann eben halt auch verfolgen. Also setzt euch selber hin, versucht euch mal gemeinsam als Fraktion eure Ziele zu stecken. Was wollt ihr erspielen? Dokumentiert das im Forum, diskutiert es im Forum und ja, dann schalten wir uns letztlich mit ein, haben vielleicht nochmal die eine oder andere Rückfrage und können dann individuelle Quests auch für diese, sag ich mal, Ziele bzw. Für das, was ihr machen wollt, dann dementsprechend erstellen. Händlersituation, Kolonie, kein Geld für Loot. Okay, hatte ich am Anfang schon mal erklärt, hat letztlich damit zu tun, dass in der Kolonie gar kein Loot angekauft werden sollte. Also war eben halt das Problem, dass nicht nur die Preisliste gefehlt hat, sondern auch das entsprechende, sage ich mal, Geld zur Verfügung stand, weil Loot ankaufen ist eben halt eine Orga-Mechanik, so, wo wir auch Geld zur Verfügung stellen müssen. So, genauso wie das bei dem Serum ist, das ist auch eine Orga-Mechanik. Ich sag mal, das läuft letztlich alles dann über den Spielleiter der Peltries. So, er hat das, sag ich mal, versucht einigermaßen irgendwie hinzubekommen, aber den einen oder anderen hat die Situation halt getroffen. Ja, dafür möchte ich mich im Namen der Orga auch nochmal entschuldigen, dass das halt schief gegangen ist, wenn wir nächstes Jahr halt abändern. Fehlende schwammige Absprachen Orga, gut, könnte damit zusammenhängen, kann ich schlecht beurteilen. Ist in der Beschreibung, sag ich mal, beziehungsweise in dem Kritikpunkt, ist nicht auf einen expliziten Punkt eingegangen worden, sodass ich einfach nur sagen kann, ja, das gibt es. Siehe Kolonie, Händler, da ist das eben halt einfach. Möchte ich aber auch noch mal was zu sagen. Es ist, sag mal, wir plotten oder wir skripten die Crawler City nicht. So, nicht ein Stück. Es wird nicht ein Stück wirklich gescriptet, sondern es passiert, was passiert. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Tragt eben halt letztlich die Verantwortung für euer Handeln und auch die Konsequenzen, die daraus entstehen. So, und natürlich haben wir so ein paar Sachen, wo wir sagen, ah, das wollen wir so machen, das wollen wir so machen. Aber wie hat Fenris in seinem Feedback so schön beschrieben? Ja, dein Plan funktioniert so lange, bis du auf den ersten Teilnehmer stößt. So, und das ist tatsächlich so. Das gilt, sag ich mal, für Spieler, die sich etwas vornehmen, sowie auch für uns als Orga. Und dann versuchen wir natürlich entsprechend zu improvisieren.
manchmal gelingt uns das gut, ohne dass das einer mitkriegt. Und das ist, sag ich mal, ja, zu schwammigen oder fehlenden Absprachen kommt. Und manchmal ist das eben halt nicht so. Wir versuchen das Beste, sag ich mal, für alle an der Stelle dann immer rauszuholen, was uns aber anscheinend nicht immer gelingt. Toilettensituation, ja, ist nur so weit beschrieben worden vom Löffel. Bitte denkt daran, dass auch andere da noch drauf gehen. Also ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Also unsere Berechnungsgrundlage für Toiletten ist eben halt der Standard in Mallwinkel pro 15 Teilnehmer ein Klo, das dann Mitte des Events einmal gereinigt wird. So werden alle Veranstaltungen in Mallwinkel berechnet, das weiß ich von dem Toilettenmann. Mit dem habe ich das mal eingehend diskutiert, weil wir da am Anfang bei der Krone auch eben halt erstmal unsere Erfahrung sammeln mussten. Kann ich halt wirklich absolut nicht zu sagen, was damit gemeint ist, aber ich gehe davon aus, dass es auch ein Appell an alle ist. Herr Achtung, versucht es sauber zu hinterlassen. Wir gehen alle dort drauf. Ich bin von der Situation immer nicht betroffen, weil ich kann während der Veranstaltung nicht auf Toilette gehen. Also nicht nur während der Crawler City, sondern es ist bei allen Veranstaltungen, weil meine innere Anspannung, glaube ich, so hoch ist, dass das mein Körper irgendwie so komplett alles unterdrückt. Aber sobald das Spiel vorbei ist, 5 Minuten später, muss ich dann so dringend auf Toilette. Sag ich mal, da ist die Not dann so groß, dass ich alles um mich rum halt ausblende und einfach nur froh bin, dass ich mich erleichtert habe. Deswegen, sorry, kann ich weiter nichts zu sagen. Wertcoupons vereinfachen? Ja, absolut. Also das mit den Wertcoupons, das war ja das erste Mal, dass wir das gemacht haben, dass wir versucht haben, das Ganze ein bisschen bargeldlos zu machen. Es hat nicht so gut geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Und das mit den unterschiedlichen Wertcoupons hat eben halt einfach auch mit der Inflation zu tun. So, ich sag mal, wir mussten diese Coupons ja auch extra drucken lassen. So, und ich sag mal, wir haben dann irgendwann relativ schnell gemerkt, dass wir mit unserer Preisgestaltung, so wie wir sie die letzten 5 Crawler Cities halt hatten, also Bier, Cola oder Softdrinks, halt einen Euro umgerechnet, wären wir halt einfach nicht mehr hingekommen. So, ich sag mal, das ist ein super Aufwand, das Zeug dahin zu bringen. So, und deshalb mussten wir das mit diesen 1 Euro und 50 Cent Coupons machen. So, Situation, ich hatte sie, also finanzielle Situation der Crawler City, ich hatte sie auch erklärt. Ich sag mal, wir schwimmen nicht im Geld, sondern es ist eher immer, wie nah sind wir, sag ich mal, an einem Break-Even dran. So, und da ist es eben halt einfach so, dass ich eben halt einfach auf die Kosten gucken muss und diese Wertcoupons, wie wir sie diesmal gestaltet haben, waren halt dem geschuldet, dass wir keine doppelten Druckkosten haben wollten. Und eben halt auch ja nicht nur 50 Cent Coupons machen, weil wir dann hätten mehr bestellen müssen. War alles irgendwie kacke und werden wir im nächsten Jahr abändern. Schüsse im Dunkeln. Ja, das war ein echt cooler Punkt, weil das war, ist tatsächlich so. Sag mal, in der Realität hast du ja an einer Schusswaffe hast du eben halt ein Mündungsfeuer. Also selbst wenn du einen Schalldämpfer drauf hast, hast du trotzdem ein Mündungsfeuer. Und ich sag mal, das simuliert, beziehungsweise das kann der Airsoft-Knarre ja nicht. So, und da hat der Löffel vorgeschlagen, es gibt so Muzzle-Flash-Simulatoren, die man kaufen kann. Finde ich, ist eine wirklich gute Idee. So, und ist also nicht nur, dass man im Dunkeln sieht, wo wird her, also von wo kam der Schuss eventuell, um das Ziel dann zu bekämpfen, sondern ich glaube, es bringt auch eine Menge Immersion. Aber das werde ich nochmal in einem extra Video abfilmen. Beziehungsweise nochmal erläutern, weil ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Also lasst euch überraschen, das würde ich aber hier irgendwie im Anschluss machen. NSC-Tickets für Infrastruktur, beispielsweise Bar. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Warum? Ich sag mal, es gibt Zwangsmechaniken, wo wir sagen, von unserer Spielmechanik muss das da sein. So, und das ist zum Beispiel, wir müssen einen Händler haben, wo wir Sachen verkaufen können als Spieler und wo wir eben halt auch Munition oder andere Utensilien kaufen können. So. Ja, das ist so, das haben wir auch. Also wir haben zum Beispiel den Supplus-Händler gehabt, auch wenn das mit den Öffnungszeiten nicht jedem so gefallen hat, wie das gelaufen ist, aber der war letztlich da. Serum konnte man auch im K
Krankenhaus kaufen, also auch einem neutralen Ort. Ja, auch, ich sag mal, die Kuala City ist ja nun mal auch ein bisschen der Überlebenskampf, Leben oder Sterben. Und es ist nicht alles immer so verfügbar, wie man es gerade braucht. Und deshalb sagen wir, für solche Infrastrukturen, da müssen wir eben halt irgendwie für sorgen, dass sie da sind. Aber alles, was von Spielern gekommen ist, wo Spieler gesagt haben, hey, pass auf, das will ich machen, sagen wir natürlich, okay, wenn der Spieler, der das machen möchte, da ist, muss er auch dafür sorgen, dass das funktioniert. Und wenn er nicht da ist, dann muss es jemand anders übernehmen. Und wenn das keiner übernehmen will, dann wird es das auf der Veranstaltung nicht geben. Und das ist beispielsweise mit der Bar so. Das ist ein Spieler, der sich das überlegt hat, ich möchte eine Bar machen. Und dann haben wir gesagt, okay, du willst eine Bar machen, dann stellen wir dir die Getränke zur Verfügung. Und dann kannst du deine Bar betreiben. Aufgrund der Verschiebung der Crawler City von Juli in August konnte der Teilnehmer aber nicht. Man hat aber festgehalten an dem Barkonzept und deshalb mussten das andere Spieler übernehmen. Dass das vielleicht nicht ganz so glücklich war, okay, kann ich verstehen. Dann das nächste Mal im Vorfeld sagen und dann, sag ich mal, gibt es das Spielangebot eben halt nicht. Aber wir werden dafür keine NSC-Tickets aufmachen, weil wir bekommen so gut wie nie NSCs. Das funktioniert total schlecht. So, und darauf zu bauen ist eben halt immer schwierig, weil wenn wir damit rechnen, und sagen, ja, das machen NSCs und sie kommen am Ende dann doch nicht, dann müssen wir von der Orga da irgendwie immer reinhüpfen und das ist natürlich auch doof. Serum-Neutralität, Machtverhältnisse. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Wobei es eigentlich ganz einfach ist. Das Ziel war immer, dass wir eine wirklich starke Kolonie haben. So, und das darf auch eine mächtige Kolonie sein. So, und das ist erreicht worden. So, ich sag mal, die Peltries haben mal innerhalb von 3 Jahren es geschafft, zu einer starken und auch wirklich machtvollen Fraktion innerhalb der Crawler City aufzusteigen. Und das haben sich die Spieler letztlich erarbeitet. Das ist ja nicht, dass wir als Orga das hatten. Zumal, wer sich an 2022 erinnern kann, da war die Kolonie noch in anderen Händen, nämlich von den Crawlern. Die Crawler haben es damals nicht hinbekommen, stark machtvoll zu werden und sind dann letztlich untergegangen. Und das ist eben halt auch unser Spielprinzip. Ne? Ich sag mal, wenn sich eine Fraktion, sag ich mal, etwas erarbeitet, dann darf sie das auch auskosten. Wenn wir da eingreifen würden, würden wir, sag ich mal, ja, einen unserer ganz speziellen Werte über Bord schmeißen, weil Spieler haben sich das erspielt und dann sollen die Spieler, die es sich erspielt haben, das auch genießen. Deshalb werden wir dort seitens der Orga nicht eingreifen. Aber andere Spieler oder andere Fraktionen können natürlich dort eingreifen. So, ich sag mal, sie müssen sich dann eben halt einfach überlegen, was können wir machen, um die Kolonie zu schwächen, beziehungsweise was können wir auch machen, um eventuell den Status quo zu verändern. Aber zum Beispiel gerade mit dem Serum, haben sich die Peltries 2020 erspielt, dass sie das Serum jetzt herstellen. So, und da greifen wir nicht ein, das machen wir nicht. Ja, aber es liegt letztlich in eurer Hand, Machtverhältnisse innerhalb der Kolonie, beziehungsweise innerhalb der gesamten Veranstaltung, dementsprechend zu verschieben. Und da kommen wir wieder zu dem Sprung zurück. Was ist, sage ich mal, mein Ziel? So, und wenn sich jetzt eine Fraktion überlegt, dass sie ein Ziel verfolgt, so, dann muss sie sich überlegen, wie bekommt sie das hin? Ja, also, wie gesagt, da greifen wir nicht ein. Das bleibt so. Wir schaffen eben halt einfach auch einen neutralen Boden für zum Beispiel eine Zwangsmechanik wie das Serum. Und das war in diesem Fall das Krankenhaus. Dort konnte man das Zeug auch kaufen. Play to win, play to lose. Gut, kenne ich jetzt den wirklichen Zusammenhang nicht. Beides ist gut, wenn es sich die Waage hält, muss man also ganz deutlich sagen. Ich sag mal, verlieren oder mal zurückstecken ist auch kein Thema. Permanent kann ich nicht immer zurückstecken. Ich glaube, das gefällt keinem. So, und da gibt es für mich immer zwei Möglichkeiten. Wenn ich, sag ich mal, jemanden immer maßlos unterlegen bin, dann weiche ich dem halt aus. So, oder setze alles daran, um, sag ich mal, den jeweiligen, sag ich mal, dann Paroli zu bieten. Und immer nur gewinnen ist eben halt auch doof. Aber das kann für mich nur ein Appell an die, sag ich mal, Mitspieler sein, das zukünftig auch immer im Hinterkopf zu haben. Preisgestaltung und Preisgestaltung Serum. An dem Punkt weiß ich gar nicht, sag ich mal, was da passiert ist. Beziehungsweise warum dieser Punkt da ist, okay, ich hüpfe einfach mal drüber, ich sag mal, es
werden ja sicherlich noch andere Feedbacks kommen und dann gucken wir einfach mal und dann lese ich mir das nochmal durch, beziehungsweise hinterfrage das auch nochmal, da weiß ich nicht mehr genau, was das gewesen ist. Ja, das Thema Hazards, Roleplay, dran denken, dein Leben ist gefährdet. Sag mal, das ist ja immer so eine Geschichte. Was ist ein Hazard? Und ich weiß nicht, wer sich wirklich damit beschäftigt hat, mit dieser Geschichte. Wer ist ein Hazard oder was ist beziehungsweise ein Hazard? Ein Hazard ist ein Mensch, der immun gegen das HPZ49 ist, der im Prinzip kein Serum braucht, aber das Serum Pulmonen wird ihm halt aus der Lunge eines Hazards hergestellt. So, und deshalb ist es wichtig, dieses Geheimnis zu hüten. So. Das liegt es aber auch, sage ich mal, an den jeweiligen Leuten, das ganz offensiv zu kommunizieren. Hier, ich bin ein Hazard, ja, ist ja auch ein Spielangebot. Hey, Achtung, vielleicht kascht mich mal jemand oder nimmt mich mal gefangen, whatever. Oder auch immer halt einfach zu sagen, du, pass auf, das ist mir egal. Ja, die Beweggründe dafür kenne ich nicht. Man sollte sich aber schon damit auseinandersetzen, wenn man ein Hazard ist, wie ist mein Verhalten, weil das ist ja, sage ich mal, Teil denn auch der Rolle. Ja, ist bemängelt worden, dass da überhaupt kein Roleplay drum passiert. Ist natürlich auch so ein bisschen dem Praise the Sun Plot geschuldet, dass wir den dieses Jahr nicht verfolgen konnten aufgrund der Verschiebung. Weil die Crew, die wir dafür an Bord hatten, die mussten eben halt leider verschiebungsbedingt, also terminverschiebungsbedingt, mussten die halt absagen und deswegen konnten wir diesen Plot nicht verfolgen. Im nächsten Jahr wird sich das aber auf jeden Fall ändern, sodass wir diesen Plot eben halt wieder besser hinkriegen, weil ich glaube, da haben alle irgendwie Bock drauf. Ja, Sani-Funktionen in den Teams, in den Fraktionsstrukturen. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wenn man zum Beispiel eine Fraktion ist, kann man sich im Krankenhaus eben halt als ja, Sanitäter ausbilden lassen, der eben halt dementsprechende Verwundungen auch behandeln kann. Ich sage mal, solange man noch irgendwelche Lebenskarten, Schutzwestenkarten oder sowas bei sich trägt, da gibt es eine Mindestanforderung, wie unser Medic-System funktioniert. Das kriegt man dann in dem Krankenhaus letztlich beigebracht, wie funktioniert diese Mechanik. Und dann kann man natürlich auch dementsprechend agieren, wenn man mit seiner Gruppe unterwegs ist und muss nicht warten, bis halt ein fremder Sani kommt, beziehungsweise wenn dann kein Sani kommt, dass man eben halt... ja, dann da auf dem, ich nenne es mal Schlachtfeld oder in der Konfrontation, in der man gewesen ist, dass man da dann eben halt komplett zurückdackeln muss ins Krankenhaus, ist von uns ein Spielangebot an euch. Also einfach, dass ihr diese Option habt, wollte ich einfach nochmal mit ansprechen, falls das eben halt nicht bekannt ist. Comeback Medics, ja, Evakuierung, also das war ja von El Wolf, dieses S-Ram-Thema. Man hat das ja angeboten, dass man eben halt ja, rausgeht, sag ich mal, Leute, sag ich mal, zurückführt ins Krankenhaus oder auch versorgt. Das scheint irgendwie nicht so gut geklappt zu haben. Weiß ich auch nicht genau, was da jetzt genau hintersteckt, aber ist ein Spielangebot, was sich Teilnehmer eben halt überlegen und für andere Teilnehmer zur Verfügung stellen, was eben halt nicht gut angenommen worden ist. Beziehungsweise auch die Infrastruktur nicht da gewesen ist. Also man hat überhaupt kein Fahrzeug gehabt, um jemanden zu evakuieren. So, und vielleicht muss man das Spielangebot an der Stelle nochmal überarbeiten oder aber muss es eben halt einfach präsenter machen. Es kann ja auch sein, dass das kaum einer gewusst hat und da muss man sich überlegen, wie man das hinkriegt. Die Idee von Comeback Medics finde ich total geil, dass es Leute gibt, die rausfahren. Also so eine Art, ich rufe im Krankenhaus an oder ich rufe jemanden über Funk an, hier Achtung. Ich habe mir das Bein gebrochen, ich bin angeschossen worden, kommt mal an die und die Position und evakuiert mich. Die Idee finde ich gut, setzt es halt einfach irgendwie um. Ich mal, wird auf jeden Fall kein Orga-Plot werden, dass wir sagen, das bieten wir an, das können wir gar nicht, das müssen dann Teilnehmer für Teilnehmer machen, weil das kriegen wir, sag ich mal, alles gar nicht so organisiert. Dann. Ja, Red Ribbon ist auf dem Weg der Saviors. Das hat der El Wolf, sag ich mal, für sich so interpretiert. Ich weiß das nicht, ob das so ist. Das ist die Wirkung gewesen. Aber da muss man sich eben halt einfach fragen, beziehungsweise da müssen die Red Ribbon Jungs einfach mal sagen, okay, was ist eigentlich ihre Agenda, wo wollen sie eigentlich hin?
So, und ist das ausreichend, was Sie an der Stelle darstellen? Ist das nicht ausreichend für Sie persönlich? Also es geht da tatsächlich um die Fraktion. Und wir kennen die Agenda nicht. Ich sag mal, ich habe aus meiner Sicht, sage ich mal, auch meine Meinung, aber die behalte ich letztlich für mich, weil Spieler gestalten die Crawler City und nicht ich. So, und wenn die Red Ribbons sich damit wohlgefühlt haben, so wie es gewesen ist, ist das für mich echt fein. So, und dann ist das auch okay. Sollten die Red Ribbons allerdings sagen, nee, war jetzt halt nicht so das, was wir wollten, so, dann kann man da sicherlich auch Mittel und Wege finden, dass man sagt, komm, wie können wir euch da aufs Next Level hieven und dann schauen wir einfach mal. Ja, Praise the Sun Plot hatte ich schon angesprochen. Im Rahmen der Hazards brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Spielleiter müssen Spielleiter sein. Fenris, gut, weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist. Ich sag mal, ist eben halt immer schwierig. Spielleiter müssen Spielleiter sein. Und ich sag mal, die scharfe Trennung zwischen, ich sag mal, Orga, Spielleitung und dann tatsächlich Fraktionsleitung ist eben halt manchmal nicht ein bisschen schwierig. Wobei, in unserem System ist es ja so, dass wir nicht sagen, zwangsläufig muss die Orga auch Fraktionsleitung sein. Fraktionsleitung ist IT, kann jeder übernehmen. So, nämlich, also ich sag mal, es könnte rein theoretisch jeder König werden in der Kolonie. Es könnte theoretisch jeder Kommandant werden bei den Red Ribbons. Es könnte jeder Präsident des Rockerclubs Mundo Perdido sein. Das entscheiden die Spieler, die da miteinander in der Fraktion spielen, wer welche Rolle übernimmt. Ja, das ist IT. Spielleitung ist OT, ja, sag ich mal, das ist im Prinzip der Ansprechpartner für die Teilnehmer, wenn irgendwas OT ist, was zwickt und zwackt, dass man den dann ansprechen kann. Ja, und Orga ist eben halt die dafür sorgen, dass dieses Spiel überhaupt stattfinden kann. So, da sind die auch nur, ich sag mal, aktiv auf der diesjährigen Crawler City, ich glaube, fünf Leute gewesen. Ja, so, und das muss man so ein bisschen unterscheiden. Deswegen habe ich keinen Zusammenhang, wenn es da irgendwas ist, wo ihr sagt, hey, das hat mir nicht gefallen bei meinem Spielleiter, dann macht das im Forum direkt mit dem Spielleiter, sodass wir auch immer ein bisschen mitlesen können. Daraus müssen wir dann unsere Lehren ziehen und dann passt das. Und dann können wir auch ein bisschen nach der Klassenung, die ich eben gesagt habe, okay, das ist jetzt aber keine Spielleiterfunktion, sondern das ist eine Fraktionsleiterfunktion. Das ist natürlich nicht trennscharf, sondern das ist überschneidend und deshalb, haus einfach raus, Fenris, und dann schauen wir einfach mal. Duschen als generelle Option, ja, würde ich auch gerne haben. Und das schon seit, das war die 6. Crawler City, seit 5 Crawler City möchte ich duschen haben. So, woran scheitert es? Teilnehmerzahl. So, und damit Finanzen. Ja, ich sag mal, es wäre überhaupt kein Thema, wenn wir 150 Leute hätten, dann könnten wir es uns leisten, dort Duschen aufzustellen. Die kosten richtig viel Geld. Das wäre aber kein Thema, weil dann könnten wir es uns leisten. Aber bei einer Spieleranzahl von etwas über 50 Personen kann ich diese Option nicht anbieten, sorry. Ich würde gerne viel, viel mehr auch machen. Ich würde gerne viele Dinge eben halt, sag ich mal, so machen, dass sie eben halt total cool sind, ein gutes Spielangebot haben, aber auch, sag ich mal, duschen und so weiter. Es ist bei dieser Anzahl der Teilnehmer schlicht und ergreifend nicht möglich und da kann ich nur anraten, wenn man da unheimlich viel Wert drauf legt, gibt es für mich zwei Optionen. Zum einen, man meldet sich kurz IT ab und sagt, so, ich fahre jetzt mal zum nahegelegenen Teich, der ist da hinten bei dem Zeltplatz, mal so 3-4 Kilometer vom Maiwinkel entfernt. Da kann man eben halt einmal am Tag baden gehen in einem Natursee oder einem Kiesteich oder was das immer ist, haben wir schon gemacht. Oder man bringt sich eben halt irgendwelche Duschen mit. Also ich sag mal, es gibt ja diese Campingduschen. So, ich habe mir so ein Teil geholt, hier so pumpst du so auf, so wie diese Sprühdinger da, die du für Unkraut hast. Sowas gibt es eben halt auch als Dusche mit diesem Litertank. Und das packe ich mir zum Beispiel immer ein. 50 Liter Wasser für mich zum Duschen dazu. So kann ich dann jeden Tag zumindest einmal duschen. Das wäre es, was ich dazu sagen kann. Ich würde es natürlich viel geiler finden, wenn wir irgendwann mal 150 Leute wären und wir uns wirklich vernünftige Duschen, sage ich mal, dahinstellen lassen können. Aber ich sag mal, da
da ist meine Hoffnung aufgrund der Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben, doch sehr begrenzt und deshalb überlegt euch was Eigenes. Endzeitschlacht zum Endschlacht zum Abschluss, so war das. Kam von Caro, IT Conny, also unsere Postfrau. Hatten wir 2018 auf der Quantity, da hatten wir allerdings auch noch andere Zeiten. Da haben wir also bis sonntags 12 Uhr gespielt. Da haben wir das dann mal mit eingebaut, haben dann allerdings festgestellt, dass wenn wir Sonntag 12 Uhr erst praktisch das Spiel beenden, dass wir dann, einen unheimlichen Aufwand beim Abbau haben, dass wir das nicht gestemmt bekommen, und deswegen haben wir das eben halt umgeswitcht. So, und Endschlacht ist auch immer, in Fantasy Lab oder sowas kann man das, glaube ich, ganz cool mit einbauen. Wir haben in der Orga darüber echt intensiv diskutiert und da kam letztlich ein unheimlich guter Vorschlag, dass man sagt, okay, wir machen nochmal zum Abschluss, Samstagabend so eine große Quest, wo jeder mitmachen kann. Das muss nicht unbedingt ein Schlachtszenario sein, aber eben halt, dass alle sich nochmal aufraffen, die noch Bock haben, da was zu machen, um da dann nochmal was hinzubekommen. Das werden wir fürs nächste Jahr planen. Ja, Leute, das ist es soweit gewesen. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt geworden ist. Ich kriege ja immer Mecker von meinem Orga-Kollegen Wolfgang, der immer sagt, deine Videos sind zu lang, immer mit dem Gelaber. Aber wie gesagt, ich bin eben halt ein nicht so guter Entertainer und wir wollten einfach, oder Sinn und Zweck ist eben halt einfach, mal darauf einzugehen, was waren die Kritikpunkte und was haben wir damit vor, beziehungsweise wo sagen wir, hey, nee, müsst ihr selbst machen oder nee, passt nicht, kriegen wir nicht hin. Ja, einfach, dass ihr da einen aktuellen Stand habt. Ich bedanke mich, wer bis hierhin gekommen ist und zugehört hat. Ja, mein großer Dank an euch. Crawler City, in diesem Jahr war eben halt für die Teilnehmer mega, mega cool. Das ist bisher aus dem Feedback rausgekommen und das macht uns natürlich als Orga dann auch glücklich, dass wir den Rahmen geschaffen haben, dass ein cooles Spiel entstehen konnte und ihr, diesen Rahmen genutzt habt, um ein cooles Spiel zu generieren. Und das liegt nicht an uns, das liegt halt wirklich an euch. Und dafür mal vielen, vielen Dank nochmal an euch da draußen. Also, Leute, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video und da geht es um den Muzzle Flash. Also, haut rein. Ciao, ciao.